habe ich denn die Story? Wie dir, als ob das so lange her ist. Hey Leute, was geht? Ich habe seit Ewigkeiten kein YouTube-Video mehr gedreht, deswegen ist es irgendwie mega weird, weil ich sonst nur live vor der Kamera sitze. Aber ja, was geht? Ich hatte euch letztens auf Instagram aufgerufen, mir Fragen zu stellen für ein Q&A-Video und diese Fragen werde ich jetzt beantworten. Endlich mal. Eine Frage ist, wie kamst du darauf zu streamen? Ich kam darauf zu streamen, weil ich früher sehr viel League of Legends geschaut habe und so gut wie jeden League of Legends Streamer kannte und den ganzen Tag damit verbracht habe, League of Legends Streams zu schauen. Dann habe ich irgendwann angefangen, WoW zu feiern und habe dann eine Streamerin gefunden, die WoW gespielt hat und in die ich mich irgendwie ein bisschen verknallt habe. Und ja, seitdem fand ich das Stream sehr interessant und ich war auch schon immer generell sehr Social Media affin und habe auch schon sehr lange YouTube-Videos geschaut und hatte sehr lange darüber nachgedacht, selber YouTube-Videos zu machen und so weiter und so fort. Und das Stream war genau das Gleiche, da hatte ich auch irgendwie Bock, das einfach zu machen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, warum nicht? Ich meine, es war schon Monate vorher quasi so geplant und ich habe schon Monate darüber nachgedacht, das zu machen. Und irgendwann dachte ich dann einfach so, warum nicht? Let's go, let's try this and now we're here. Die nächste Frage lautet, warum trägst du eine Brille? Ich trage eine Brille, weil ich absolut blind bin ohne Brille. Ich habe absolut schlechte Augen, ich habe sehr starke Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung, ist wahrscheinlich vererbt von meinen Eltern. Aber was soll's. Wenn ich könnte, würde ich keine Brille tragen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, mir die Augen irgendwann lasern zu lassen, wenn es vielleicht soweit ist. Aber mal schauen. Vielleicht sollte ich auch mir erstmal einfach Kontaktlinsen besorgen. Die nächste Frage lautet, was bedeuten deine Tattoos? Ich habe 5 Tattoos und um ganz ehrlich zu sein, die meisten davon haben keine großartige Bedeutung. An meinem Knöchel ist ein Dino-Tattoo und zwar ein Origami-T-Rex. Der hat keine großartige Bedeutung, aber es ist ein Partner-Tattoo mit meiner Schwester zusammen. Deswegen hat es quasi so keine offene Bedeutung für mich, weil es halt dieses Partner-Tattoo ist und mich und meine Schwester so verbindet. Und einfach, weil Dinosaurier sind quasi mein Markenzeichen auch ein bisschen geworden und ich liebe Dinos. Und deswegen habe ich auch noch auf der gegenüberliegenden Seite vom Dino ein Ra stehen. Lol. Und an meinem Arm habe ich zum einen ein Animal Crossing-Tattoo, einfach weil ich Fan bin. Hier ist mein Sternzeichen, weil ich bin ein ziemlicher Fisch. Und dieses Tattoo ist tatsächlich das einzige Tattoo, was wirklich eine Bedeutung für mich hatte, weil es ist das Albumcover von The Neighborhood Wiped Out und die ganzen Songtexte sprechen mich sehr an und sprechen sehr von meinen Insecurities und meinen Ängsten und deswegen habe ich es mir tätowieren lassen. Die nächste Frage lautet, um was geht es in deinem Studium, beziehungsweise was macht man da? Ich studiere derzeit Medienmanagement. In dem Bereich Medienkulturwissenschaft geht es um alle Medien, das heißt um Filme, um Theater, um Fernsehen, um Gaming, um Internet, Social Media, also alles, was mit Medien zu tun hat. Und der Studiengang, den ich mache, ist ziemlich theoretisch. Das heißt, wir haben Filmanalysen gemacht, wir haben sehr viele theoretische Texte gelesen, etc. pp. Und es war leider nichts Praktisches. Es war nichts, wo ich wirklich jetzt irgendwie Ahnung von habe oder sowas, sondern es war eigentlich alles rein theoretisch und wissenschaftlich. Und in dem Managementbereich mache ich halt sowas wie Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften und all der langweilige Scheiß, den man für sowas braucht. Eine weitere Frage ist, wenn du aussehen könntest, wie jemand anders / Body Aspects von wem anders haben könntest, von wem? Und da würde ich sagen, wenn ich aussehen könnte, wie wer anders, ich glaube, ich würde trotzdem aussehen bleiben wie ich, weil ich habe mich mit mir selber abgefunden. Ich mag mich sehr gerne, ich mag meinen Körper sehr gerne, ich mag mein Aussehen generell sehr gerne und ich habe keinen Ansporn dazu, irgendwie anders auszusehen oder so auszusehen wie wer anders. Natürlich gibt es ein, zwei Insecurities an mir oder so oder Sachen, wo ich irgendwie denke, so, ich wünsche da manchmal, das wäre so und so oder anders. Aber es gibt keine Person, auf die ich irgendwie hinaufblicke oder mir denke, oh mein Gott, diese Person sieht so gut aus und ich wünschte, ich würde aussehen wie sie. Weil das macht einen selber nur krank und bringt einem nichts. Deswegen ist es immer besser, einfach mit sich selber im Reinen oder irgendwie versuchen klarzukommen, anstatt die ganze Zeit einfach nur andere Leute anzuschauen und sich zu wünschen, dass man aussehen würde wie die Person. Das ist nur meine Meinung, ja. Und auch eine Sache, wo ich eine ähnliche Antwort habe. Gibt es Sachen, die du bereut hast? Und ganz ehrlich, es gibt keine Sachen, die ich bereue, weil jede Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, habe ich aus irgendeinem Grund getroffen und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und hat mich zu dem geführt, wo ich jetzt bin. Und das könnte mich nicht glücklicher machen, so. Ich weiß nicht, ich bin zufrieden mit der Person, die ich jetzt gerade bin. Und es gibt eigentlich nichts, was ich bereue. Vor allem, weil man sie halt auch einfach nicht mehr rückgängig machen kann. Deswegen,
auch da finde ich mich lieber ab mit den Tatsachen, wie die Sachen sind, als irgendwie nachts wach zu liegen und mit die ganze Zeit Gedanken zu machen, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte dies gemacht und das gemacht und damals nicht das gesagt oder was auch immer. Die nächste Frage lautet, Lieblings-Animal Crossing Game, wie ich gerade ja schon bei meiner Tattoo-Frage beantwortet habe. Ich bin ein ziemlich großer Animal Crossing-Fan und habe damit schon sehr viel Zeit verbracht, auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend, eigentlich immer. Und mein Lieblings-Animal Crossing Game ist Animal Crossing New Leaf. Es ist einfach das neueste Game, was gerade draußen ist und macht einfach mega Bock. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich Wild World auch richtig, richtig gerne gespielt habe auf dem DS. Wahrscheinlich habe ich da sogar die meiste Zeit reingesteckt, weil ich das halt als Kind absolut tot gegrindet habe. Ansonsten habe ich ja nur noch das auf der Wii gespielt und das auf der Wii hat mir ja nicht so gut gefallen, einfach weil ich Animal Crossing nicht gerne auf einer Konsole spiele, die halt nicht Handheld ist, weil meiner Meinung nach macht es keinen Sinn. Animal Crossing muss ich überall spielen können und nicht nur am Fernseher. Eine weitere Frage ist, seit wann färbe ich mir meine Haare? Und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr so gerecht. Ich habe meine Haare relativ früh schon mal gefärbt gehabt. Ich hatte die mal getönt, irgendwie in verschiedene Blondtöne oder Brauntöne. Dann hatte ich sie einmal so lila-rötlich. Da war ich, glaube ich, 14 oder so. Das ist aber super schnell auch rausgegangen wieder. Dann hatte ich auch eine längere Zeit mal Naturhaarfarbe. Dann habe ich sie mir blondieren lassen von meiner Schwester. Das sah absolut scheiße aus. Nichts gegen meine Schwester an der Stelle, sondern einfach, man sollte sich die Haare nur beim Friseur blondieren lassen und nicht zu Hause blondieren. Dann habe ich 2018 in der Mitte, glaube ich, mir Balayage machen lassen. Das sah ganz gut aus. Das war aber halt auch blond. Und auf dieses Balayage habe ich dann zum ersten Mal angefangen, mir bunte Töne drauf zu machen. Also ich habe dann irgendwie rosa, pink und lila ausprobiert gehabt so ein bisschen. Das ist aber auch alles mal super schnell rausgewaschen und war halt auch echt ungleichmäßig durch das Balayage. Und dann habe ich dieses Jahr mir die Haare richtig beim Friseur blondieren lassen und hatte dann Peach, hatte Pink, habe jetzt Silber. Also ich färbe meine Haare eigentlich schon generell sehr lange. Hatte dann irgendwie zwischenzeitlich halt mal ein, zwei Jahre, wo sie irgendwie Naturhaarfarbe waren. Aber ansonsten färbe ich sie eigentlich immer. Aber jetzt halt auch ein bisschen ausgefallen. Einfach, weil ich mich mittlerweile auch ein bisschen mehr traue und nicht mehr denke so, oh Gott, was denken die Leute? Und als letzte Frage, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Probably das Ei, weil das Huhn musste ja aus irgendeinem Ei rausschlüpfen. Und vor dem Huhn gab es ja andere Tiere, aus denen sich das Huhn entwickelt hat. Okay Leute, und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar eurer Fragen beantworten. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, falls ihr noch mehr Fragen an mich habt oder ob ihr nochmal so ein Video sehen wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Okay, ciao Leute, man sieht sich. Danke fürs Zuschauen.